Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter mit unserem Technikon. Wir haben ungefähr Halbzeit. Hälfte der Buchstaben haben wir schon geschafft. Aber ein ganz besonderer Buchstabe heute. Q. Wie? Natürlich, es liegt schon parat. Quattro. Ihr wisst, wir sind ja leicht Audi-lastig hier auf dem Channel. Aktuell auch ein bisschen BMW, Fiat und alles andere drumherum. Aber eigentlich schlägt mein Herz weiterhin für Audi. Und genau deswegen stand für mich von vornherein fest. Q. Wie Quattro. Erstmal zum Thema Quattro. Was ist Quattro? Quattro, italienisch 4, heißt natürlich Allradantrieb. Die Audi AG hat ursprünglich 1980 den Quattro-Antrieb auf den Markt gebracht und sich das Ganze als Marke gesichert. Damals noch als Audi Quattro, 1982 dann generell als freistehendes Wort Quattro. Früher wurden diese Modelle auch noch von der Quattro GmbH gebaut, genau deswegen, weil halt alle Modelle Quattro waren. Alle S- und RS-Modelle haben übrigens bis heute serienmäßig Quattro. Genau deswegen hat man damals nämlich auch den Hersteller die Quattro GmbH genannt, wo nämlich die ganzen RS-Modelle gebaut wurden. Heute ist das nicht mehr die Quattro GmbH, sondern die Audi Sport GmbH, wo halt die RS-Modelle gebaut werden. Aber S4, ich sage immer S4, ne? Es ist einfach in meinem Munde, in meinem Herzen drin, immer S4 zu sagen. Alle S und RS, wollte ich schon wieder 4 sagen, Modelle haben immer Allrad. Ja, zum Thema Allrad. Was heißt Allrad? Logischerweise heißt Allrad, dass alle 4 Räder angetrieben sind. Früher hat man Autos meistens mit Heckantrieb gebaut. War einfach technisch gesehen immer das Einfachste. Motor vorne, eine Kardanwelle und eine angetriebene Hinterachse, weil es halt bauformtechnisch nicht so einfach war. Es gab aber auch frontangetriebene Fahrzeuge. Und irgendwann in den 60ern ging es dann, glaube ich, los mit Treckern unter der Marke Ferguson. So. 1966 kam dann das erste Auto mit Allrad. Das war der Jensen FF. Und in den 70ern zog dann Subaru. Krasse Historie hier, ne? Wie so ein bisschen abgelesen. In den 70ern zog Subaru mit der L-Serie hinterher, mit einem zuschaltbaren Allrad. In den 80ern kam dann der besagte Quattro-Antrieb, wie auch das Auto dann hieß, passend im Ur-Quattro. Und heute geht es darum, was ist eigentlich Quattro? Wir fangen mal mit der ganz klassischen Quattro-Variante an, wie es damals von Audi gedacht war. Ein Motor vorne, welcher längs in dem Auto drin ist. Das heißt, die Kraftrichtung liegt quasi längs in dem Auto drin. Und wir wollen 4 angetriebene Räder haben. Das wiederum heißt, klassisch hat man bis damals immer ein Verteilergetriebe gehabt. Das heißt, wir haben den Motor, da kommt das Getriebe mit der Unterübersetzung und dann zusätzlich daran geflanscht ist ein Verteilergetriebe, was die Kraft nach vorne und nach hinten leitet. Ist absolut gängig bis heute bei den ganzen SUVs, bei den ganzen Geländewagen. Immer wenn ihr zum Beispiel einen Leihwagen auf Mallorca habt, wo ihr zwischen Front und Allrad einstellen könnt, die haben alle immer so ein geschaltetes Verteilergetriebe dazwischen, welches dann halt dementsprechend die Kraft oder nach hinten oder nach vorne leitet. Oder beides zusammen. Audi hat sich damals gedacht, wir wollen Quattro in einem Limousinenmarkt, Ur-Quattro, Coupé-Markt, also in kleineren Mittelklassenautos, auch endlich einen Allradantriebsstrang haben. Das heißt, sie haben das Getriebe und das Mitteldifferential und das vordere Querdifferential, weil die Kraft, die vom Getriebe wieder zurück nach vorne geht, muss ja auch noch nach links und rechts verteilt werden. Alles in ein Gehäuse gepackt und das war halt so das urtypische Quattro-Getriebe von der Audi AG. Mehr oder weniger in dieser Bauform liegt es auch jetzt vor mir. Das ist tatsächlich ein altes Getriebe von der Limo damals, wo mit Sicherheit gegenüber damals ein paar Unterschiede dran sind. Zum Beispiel, dass es ein 6-Gang ist. Damals war es ein 5-Gang. Aber vom Grundprinzip her ist das genau gleich. Das heißt, hier sitzt der Motor. Da wäre jetzt gerade Fahrtrichtung. Hier sitzt die Kupplung drauf auf der Verzahnung. In dem Moment, wenn ihr auskuppelt, dreht sich die Welle mit. Dann geht es hier los. Kleinste Zahnrad, erster Gang. Die Übersetzung von hier nach da, beziehungsweise es ist eine Untersetzung, weil ihr seht ja, dass die Drehzahl weniger wird. Kleines Rad, großes Rad. Geht anschließend auf die Abtriebswelle. Und diese Welle muss jetzt irgendwo die Kraft hin verteilen. Und genau da kommt der sogenannte Quattro-Antriebsstrang ins Spiel, beziehungsweise der permanente Allradantriebsstrang. Das ist dieses Mitteldifferential. Es gibt in dem Getriebe ein Differential, welches die Kraft zwischen vorne und hinten verteilt. Ihr seht hier eine große Verzahnung. Und da drin 2 kleine Verzahnungen. Also hier seht ihr jetzt eine kleine Verzahnung. Und auf der anderen Seite seht ihr noch eine kleine Verzahnung. So, das heißt, was passiert? Dieses Teil kommt hier hinten drauf. Klack. Vorführeffekt, dass das tatsächlich noch passt bei dem Getriebe, was ich irgendwann mal ausgebaut habe. Kraft geht rein, geht auf die Welle, geht jetzt ununterbrochen hier drauf, deswegen auch permanent, weil dieses Teil permanent mitdreht, es lässt sich auch nicht ein- oder ausschalten und da drin verteilt sich die Getriebe. Das heißt, dieses Gehäuse hat immer die gleiche Drehzahl wie eigentlich die Welle. Diese Welle ist, boah, ein bisschen Fitness heute, hohl. Das hat folgenden Grund, weil irgendwie muss jetzt ja die Kraft nach vorne.
Und genau deswegen hat Audi sich eine sogenannte Hohlwelle überlegt. Hier kommt eine Steckachse durch mit einer Verzahnung, die innen drin in das Differential geht. Das heißt, wir gehen einmal mit einer Verzahnung von hinten rein, einmal von vorne. Hier kommt einfach nur noch ein Flansch und die Kardanwelle nach hinten. Und hier durch geht es nach vorne und wir verteilen die Kraft quasi links, rechts über ein Differential zu den Rädern. Ganz einfache Sache. Dieses Ding ist permanent. Das heißt, man kann es nicht ein- oder ausschalten und da kommt auch der sogenannte permanente Allradantrieb her. Lange Rede, kurzer Sinn, genau das hat sich damals Audi mit dem Quadro-Antrieb gedacht. Jetzt gibt es hier natürlich verschiedene Differentiale. Es gibt welche, die einfach eine feste Sperrwirkung haben. Es gibt welche, die man auf- und zumachen konnte. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel die eine Zahnradpaarung wegschalten könnte, könnte ich tatsächlich nur Frontantrieb fahren und könnte den Allrad zuschalten. Dann habe ich die jetzt gerade zum Beispiel in meiner Limo neu eingebaut von Drexler als Lamellensperre. Da gibt es ein Video zu, wir machen euch hier die Infokarte rein. Das heißt, dieses ganze Paket hat mehrere Scheiben, welche dementsprechend links und rechts auf einer Welle stecken, wie eine Kupplung, und sind vorgespannt. Und diese Vorspannung sorgt einfach dafür, dass ich schon mal einen permanenten Allrad habe. Das heißt, dass immer alle vier Räder angetrieben sind. Und je nach Drehzahldifferenz wandert ein Stift auf einer Fläche nach außen und presst die Scheiben weiter zusammen und das Differential sperrt. Das ist ein sogenanntes selbstsperrendes Lamellendifferential. Will ich jetzt nicht noch weiter erklären, weil wir waren bei der Firma Drexler, haben das sogar zerlegt gezeigt. Das ist jetzt in meiner Limo drin. Das gab es meines Erachtens serienmäßig von Audi nie. Also Audi hat nie eine Lamellensperre in der Mitte eingebaut, sondern immer entweder, ich sag jetzt mal einfach nur ein Clown geschaltetes Kegelradgetriebe, das du halt einfach aufzumachen konntest, oder halt ein Torsendifferential, was halt über die Zahnflanken mehr oder weniger sperrt. Wenn wir jetzt den Fall haben, dass wir das Mitteldiff auf- oder zumachen können, heißt das, dass es entweder 100% oder 0% macht. Macht es 100%, heißt es macht immer 100%. Das heißt, übertrieben gesagt, könnte das Auto Wheelie machen. Weil bei diesem würde jetzt Folgendes passieren. In dem Moment, wenn die Vorderräder in der Luft stehen, würde die ganze Kraft auf die vorderen Räder gehen und die werden einfach in der Luft drehen. Wenn es 100% gesperrt ist, heißt das, dass die vorderen Hinterräder immer die gleiche Drehzahl haben. Das heißt, wenn das Auto vorne in der Luft gehen würde, würden immer noch die hinteren Räder das gleiche wie vorne drehen, sprich das Auto könnte Wheelie machen. Mit diesem Getriebe würde das niemals gehen. Okay, das war jetzt erstmal der klassische Quattro-Antriebsschrank. Nun habt ihr aber bestimmt mitbekommen, dass bei Audi es immer Quattro heißt. Also jeder Antriebsstrang, jeder Allradantriebsstrang von Audi ist ein Quattro-Antriebsstrang. So, nun gibt es aber komplett verschiedene Prinzipien. Das ist der klassische für längs eingebauten Motor. Nun stellt euch mal vor, der Motor wäre auf einmal quer eingebaut. Ihr seht ja schon, wie lang das Ganze ist. Das kann ja niemals funktionieren, dass dieses Paket quer in einem Motor drin sitzt. Deswegen hat man sich für quer eingebaute Motoren etwas anderes überlegt. Bei quer eingebauten Motoren kommt erstmal nur dieses Getriebe. Das sitzt dann, ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, so in dem Auto drin. Hier habt ihr jetzt Motor, hier habt ihr Getriebe. Und ab diesem Teil kommt die sogenannte Achsübersetzung, der Winkeltrieb. Das heißt, hier sind einfach nur zwei Kegelräder und das Ganze wird umgelenkt nach da. Jetzt ist das Getriebe allerdings schon mit dran. Das heißt, ich baue uns das hier mal um. Jetzt habe ich gleich dreckige Finger. Zack. So. Und so. So sieht das ungefähr in einem quer eingebauten Motor aus. Ich weiß gar nicht, warum es schon so warm ist heute. Zieh doch einen Pulli aus. Nee, kein Bock. Jetzt habe ich dreckige Finger. Jetzt ziehen wir das hier durch. Kraft geht rein, wird umgelenkt, geht hier rüber. Hier würden jetzt zwei Kegelräder sitzen. Das heißt, die Kraft bzw. Drehzahl geht nach hinten. Jetzt würdet ihr denken, ja, ist ja kein Problem, dann kommt jetzt dieses Differential dahin. Ihr habt ja aber gerade aufgepasst, dass die Kraft, die nach vorne wieder geht, muss ja irgendwie hier durch wieder zurück. Das heißt, man müsste zwei Tellerräder machen, weil die Kraft müsste ja einmal nach da und müsste dann wieder zurück. Und das gibt es so nämlich nicht. Deswegen hat man bei den quer eingebauten Motoren einfach hier stumpf nur 90 Grad einen Winkeltrieb hingemacht. Er heißt auch wirklich Winkeltrieb. Und komplett alles geht über die Kardanwelle nach hinten. Und hinten in dem Differential sitzt die sogenannte Haldex. Das ist dann der sogenannte Four-Motion-Antrieb, Synchro. Da gibt es kein Mitteldiff, welches zwischen vorne und hinten regelt, sondern nein, es gibt quasi nur für die Zwangsabschaltung hinten in dem Differential an der Kardanwelle eine Lamellenkupplung. Das heißt, in dem Moment, wenn ihr zum Beispiel mit einem Four-Motion um eine Kurve fahrt, muss diese Sperre hinten aufgehen, weil die Drehzahldifferenz zwischen Rad vorne und hinten einfach so groß ist, so unterschiedlich ist, dass an einer Stelle einfach diese Unterschiede abgelassen werden müssen. Und das ist dann in dem Moment bei Four-Motion ist es eine regelbare Lamellenkupplung. Das heißt, die Lamellenkupplung geht einfach auf. Bei Synchro war es einfach nur ein Kupplungspaket, was ja wie eine Rutschkupplung an manchen Maschinen einfach ab einem Drehmoment X durchrutscht. Das heißt, bei einem Synchro rutscht es einfach durch. In diesem Fall ist das übrigens das beschriebene gerade, das typische Geräusch, wenn ihr mit einem Quattro-Auto
eng über den Parkplatz fahrt, dieses Brummen, was ihr beim Abbiegen habt, das ist genau quasi diese Raddifferenz zwischen vorne und hinten, welches sich über das Differential irgendwie abbauen muss. Das heißt, quer eingebaut, 4Motion Synchro, Getriebe nach hinten, es gibt gar kein Mitteldiff, sondern es gibt nur eine Lamellenkupplung, die hinten durchrutschen kann, die quasi dafür sorgt, wenn ihr eine Kurve fahrt, dass das Auto nicht anfängt zu brummen oder beziehungsweise, dass es relativ einfach überhaupt um die Kurve fahren kann, weil ist das alles gesperrt, wird es echt kompliziert, dass das Auto um die Kurve fährt. Dann gibt es noch die Version, ja, längs und quer. Und dann kam ja noch dazu Audi A8, die Version Motor längs, aber hinten. Das heißt, wir müssen quasi mit der Kraft wieder nach vorne. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie das bei denen ist. Das ist bei mir beim Lambo zum Beispiel genauso. Da ist es ähnlich wie bei einem längs eingebauten Frontmotor. Das heißt, wir bauen das eigentlich genauso auf, wie es vorher war. Genauso. Hier sitzt der fette V10. Da ist Fahrtrichtung. Kraft geht hier durch. Dann wiederum geht die ganze Kraft über die Kardanwelle aber nach vorne. Das heißt, es ist einfach nur eine Zahnradpaarung und eine dritte Welle, dass die ganze Kraft über die Kardanwelle nach vorne geht. Und ihr habt genau das gleiche Prinzip eigentlich wie bei dem quer eingebauten Motor. Die Kardanwelle dreht immer mit und man hat vorne eine Lamellensperre in dem Diff drin, welche halt den einzigen großen Unterschied hat. Bei den ersten Generationen 4Motion Synchro ist das Ganze nicht großartig regelbar. Jetzt hat man mittlerweile ein richtiges Lamellenpaket da drin, in diesem vorderen Differential. Und diese Lamellenkupplung kann halt dementsprechend aufzumachen. Ohne Probleme. Das heißt, man kann es in gewisser Weise regeln. Die aller coolste Variante wäre natürlich, wenn man diese Lamellenkupplung, diese Allradkupplung hinten in dem Getriebe hat und dementsprechend komplett regeln kann. Dass man wirklich die Kraft zwischen Vorder- und Hinterrädern verteilen kann. Was es so meines Erachtens aber bei Audi, selbst bei den aller neuesten R8, noch nicht gibt. Beim R8 geht dann von vorne eine Kardanwelle von vorne nach ganz hinten wieder, oder? Nee, beim R8 geht von hinten die Kardanwelle nach vorne und die ist einfach dauerhaft mit dem Motor verbunden. Ja. Die kann man auch nicht abtrennen, die dreht immer mit. Und wenn der R8 um die Kurve fährt, ist es da auch genauso wie bei dem Synchro oder 4Motion, dass du in dem Diff vorne eine Lamellenkupplung hast, die dann auf und zu geht. Das heißt, die Kardanwelle dreht immer mit, egal was passiert. Selbst wenn du in der R8 auf Heckantrieb fahren würdest, weil du vorne die Lamellenkupplung aufmachst, dreht die Kardanwelle mit. Und die Kraft für die Hinterräder geht direkt vom Getriebe auf die Hinterräder. Ah, okay. So, die geht direkt dadurch. Ist ja beim Frontantrieb getriebenen Auto in dem Moment ja auch so. Da wird ja direkt an dem Getriebe die vorne die Räder angetrieben und nur die hintere wird quasi zugeschaltet. Mhm. Aber guter Punkt mit der Kardanwelle, weil ich weiß, bei dem A6 Allroad war es tatsächlich so, man konnte nicht nur über das Mitteldifferential den Allrad zu- oder abschalten, sondern man konnte zusätzlich auch noch hinten in dem Differential die Kupplung aufmachen. Jeder, der jetzt aufgepasst hat, hat mitbekommen, normalerweise, längs eingebauter Motor, Audi Allroad, gibt es hinten gar keine Kupplung in dem Differential. Da haben sie es aber folgendermaßen gemacht. Sie haben in das Differential noch eine Clown-Kupplung gesetzt, dass man Sprit sparen kann, dass die Kardanwelle nicht dauerhaft mitdreht. Weil Mitteldifferential hin oder her, die Hinterräder drehen immer mit. Das heißt, über den Winkeltrieb dreht die Kardanwelle auch immer mit, selbst wenn ihr als Frontantrieb fahrt. Und das ist natürlich Reibung, Massenträgheit, das ist alles Spritverbrauch, Spritkosten. Deswegen hat sich Audi bei diesem Modell gesagt, wir machen zusätzlich neben dem Mitteldifferential noch eine Kupplung quasi in das Differential hinten, dass die Kardanwelle wirklich beim Fahren steht. Das gab es so nur beim Audi A6 Allroad. Letzte Sache, die ich noch sagen will, warum Allrad? Ja, man hat natürlich Allrad damals bzw. Quattro sich überlegt, um die Traktion zu erhöhen. Es war halt einfach geiler, gerade im Schnee oder bei der Rallye im Schotter, wenn halt einfach alle vier Räder gedreht haben. Jetzt hatte der Quattro-Antriebsstrang noch das Besondere, dass es halt ein permanenter Allrad war und dass es auch ein selbstregelnder, ein selbstverteilender Antriebsstrang war. Das heißt, bei der besagten Variante mit Lamellenkupplung vorne oder hinten, also R8 oder Synchro, kann man die Kraft nicht verteilen. Diese Kupplung kann nur auf oder zu, logischerweise, weil es einfach nur wie eine Kupplung ist. Das heißt, in dem Moment, wenn die Kupplung auf ist, fährt man Heckantrieb oder Frontantrieb oder die Kupplung ist zu, da fährt man Allrad starr. Bei der Quattro-Version mit dem sogenannten Längsdifferential, mit dem Mitteldifferential, ist allerdings über das Torsen-Prinzip das Ganze selbst regeln. Das heißt, die Seite, die mehr Drehmoment ab konnte, kriegt über einen höheren Zahneingriff auch mehr Drehmoment ab. Und das hat die Autos damals so stark und so schnell gemacht. Das heißt, als Beispiel, wenn es bergauf ging und die hinteren Räder mehr Last hatten, hat automatisch das Auto die Kraft auch nach hinten verteilt, in gewissen Maßen. Das war jetzt nicht 0 bis 100 und 100 bis 0, sondern ich glaube, das war so im Bereich 40, 60. Es kann sogar sein, dass die mehr auf Frontantrieb ausgelegt waren, sondern dass die mehr so gingen im Bereich von 30, 70 bis 50, 50. Also dass sie generell nur mehr Antriebskraft da vorne gegeben haben, weil ich glaube nämlich, mein RS4B7
Das war das erste Modell, was auch mehr Kraft nach hinten geben konnte. Und dadurch wurde das Ganze ein bisschen hecklastiger. Ja, okay. Letzte Sache, die ich euch auf jeden Fall noch zeigen will. Wir blenden hier mal kurz eine Werbung ein. Es gibt durchaus vernünftige Gründe, eine sportliche Limousine zu fahren. Eine vollverzinkte Karosserie, die wirksam gegen Korrosion schützt. Ein großer Innenraum, der allen Komfort bietet. Ein neues Cockpit, das entspanntes Fahren ermöglicht. Katalysatortechnik bei den Motoren. Das neue Sicherheitssystem Pro Content. Und der Quattro-Antrieb der zweiten Generation, der die Leistung sicher auf die Straße bringt. Ich denke, jeder von euch hat diese Werbung schon mal gesehen, obwohl sie tatsächlich aus meinem Geburtsjahr ist, 86. Damals ein Audi 100 Quadro, wirklich 80% Steigung, die Skipiste hoch. Nee, nicht die Skipiste, sondern sogar die Skischanze. Viele haben ja mittlerweile mal die Möglichkeit bekommen, mit einem Auto eine Skipiste hochzufahren. Ich würde es tatsächlich auch gerne mal machen, wird bestimmt irgendwann nochmal kommen. Aber eine Skischanze hochfahren ist natürlich nochmal eine andere Liga. Und ich denke, mit dieser Werbung hat Audi damals alles richtig gemacht. Die hat sich bei jedem in die Köpfe gebrannt und ist bis heute definitiv noch Thema, weil man hat damals so ein Sicherungsseil gesehen und keiner weiß, kann dieses Auto da wirklich hochfahren oder kann es das nicht? Müsste man mal so aufdecken, ne? Also wenn ihr eine Skischanze habt und eine Audi 100 Turbo, Audi 100 Quattro, wir würden es gerne testen. Nein, Spaß beiseite. 25 Jahre später, 2011, hat Audi das Ganze zum 25-jährigen Jubiläum nochmal nachgemacht mit dem A6. Ich würde sagen, so viel zum Thema Quattro. Technikon, kurz und knapp, ist wieder ein bisschen länger geworden, aber wir konnten euch zumindest ein bisschen den Quattro-Antriebsstrang zeigen. Danke fürs Zuschauen. Mal gucken, welchen Buchstaben wir als nächstes nehmen. Ihr könnt gerne, liebend gerne, in die Kommentare reinschreiben, die offenen Buchstaben noch, was ihr gerne sehen würdet. Welche sind denn noch offen? Ich habe es hier aufgeschrieben. Warte, dann lese ich es kurz vor. Also offen sind noch I, J, M, N, P, R, T, X, Y, Z. Wenn euch dazu was einfällt, bitte nicht T wie Turbolader, weil das sollte ziemlich klar sein. Das kommt das Video. Es wird nur ein bisschen besonderer, deswegen dauert das ein bisschen. Aber bei allen anderen Buchstaben könnt ihr euch gerne was überlegen. So, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oh.